Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor, so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Unterkategorie des Magenduells. Ja, diesmal treten nicht zwei Magen gegeneinander an, sondern vielmehr viele Magen versuchen, eine Marke zu schlagen. In dem Fall Porsche. Und das ganze Format haben wir gedacht, nennen wir einfach einer gegen alle. Ne, einer oder alle gegen einen. Wie man will. Alle gegen einen, glaube ich, war besser. Weil Andi hat auch gemeint, das kann man gut abkürzen, aber zu später mehr. Ich möchte niemanden überfordern, jetzt zu Beginn. Ja, natürlich treten alle gegen Porsche an heute, oder das ist die eine Marke, die es zu schlagen gilt heute. Es kam ja jetzt unter der Woche das Porsche-Pack hinzu. Leider ist aber das Problem, dass ja viele Porsche-Modellen noch fehlen, wie zum Beispiel so ein 911 Turbo S oder sowas, wo wir dann hoffen, dass wir den vielleicht im Mai oder spätestens im Juni per Forzaton oder sowas nachgereicht bekommen. Deswegen machen die Magenduelle noch nicht vielleicht ganz so Sinn, aber wir möchten gerne Porsche trotzdem am Anfang schon mal ein bisschen zeigen. Und deswegen ist jetzt einfach kurzerhand dieses neue Unterformat entstanden. Und ja, ich würde einfach dich als Zuschauer darum bitten, falls dir dieses Format gefällt, also guck's dir erst an, dann ja, schreib mal dazu, ob man das vielleicht in Zukunft weiterhin machen soll mit anderen Magen oder ob er sagt, nee, wir bleiben bei den Standard-Magen-Duellen, also ja, und das nicht zusätzlich machen. Also die normalen Duelle bleiben, aber ist ja egal. Ich red mich wieder hier kirre, ist aber auch egal. Wir fangen einfach mal an. Mit dabei auf jeden Fall der Andi, der Busted Okabi, der Chris, der Forza-Karte Higi, der Simon oder Core XFTW, Pro Game, Suchuk Race, Tamin, Chucky und YOLO. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 So, ja, was haben wir für schöne Duelle rausgesucht? Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal der Reihe nach durch. Das erste Duell, was wir austragen werden, das wird auch Pro Game und ich ausfechten, ist quasi das GT4-Duell, wenn man so möchte, denn beide Fahrzeuge haben auch eine GT4-Variante. Beim Cayman GT4 ist es schon mehr oder weniger namensgebend. Dort ist es der Cayman GT4 Clubsport. Beim M4 GTS ist halt der M4 GT4, die sind halt, kurz zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was die GT4-Klasse ist. Es ist eine sehr, sehr, sehr seriennahe Rennklasse. Also die sind fast identisch zu dem, was wir hier auf der Straße haben. Und damit ist es eigentlich ein super perfektes Duell. Und ja, ich bin mal gespannt, wer am Ende die Nase vorne hat zwischen diesen beiden Boliden. Das nächste Duell, was ich finde auch ein sehr, sehr geiles Duell ist, ist dieses hier, der Mercedes-Benz E63 AMG fordert den Porsche Panamera Turbo heraus. Und hier gleich zur Erwähnung, wir haben bei einigen Fahrzeugen ein bisschen angepasst im Sinne von Dinge, die anzupassen sind. Nämlich in dem Fall bei den beiden ist es die Reifenmischung. Der Panamera hat serienmäßig schon Sportreifen drauf, während es der E63 nicht hat. Deswegen haben wir die Sportreifenmischung hier nachträglich aufgezogen, um einfach eine, ja, eine Gleichheit gewährleisten zu können. Ein weiteres Duell, was wir hier haben, ist quasi ein altes GT2-Rennduell, nämlich der 95er Corvette ZR1 tritt gegen den Porsche 911 993 GT2 an. Ein weiteres Duell, und das ist das heutige Spitzenduell, nämlich Rot gegen Lila, ist der Ferrari 488 GTB gegen den Porsche 911 GT3 RS. Und auch hier haben wir die Reifenmischung angepasst, da der 911 GT3 RS schon Rennreifen drauf hat, hat es jetzt eben der 488 ebenfalls bekommen. Ein weiteres cooles Oldtimer-Duell ist der Lamborghini Miura gegen den Carrera RS von Porsche. Und last but not least noch ein richtiges Knaller-Duell, nämlich die alten Rennwagen, die jetzt leider ein bisschen nass werden bei mir, weil sie halt leider kein Dach haben, aber so ist es halt manchmal. Und zwar der Maserati 300S gegen den Porsche 718 RS60. Oder ist er RS60, oder? Ja, also, passt schon. Ja, und last but not least noch eine wichtige Neuerung. Neben den Reifenmischungen gab es auch noch eine Änderung. Hier waren es aber nicht die Reifen, sondern beim Cayman haben wir noch die Federn nachgebessert. Denn wer mein Review gesehen hat zum Porsche Pack weiß, da hat Turn 10 Playground Games ein bisschen was vergessen. Normalerweise hat der Cayman veränderbare Federn und das habe ich jetzt einfach mal kurz nachgerüstet, um das Duell auch dann fair zu gestalten. So, jetzt das zu dieser extrem langen XXL-Einleitung. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Track Race. So. Keiner bewegt sich. Alle starr vor, alle eingeschlafen. Iggy, ja, ich fand es richtig geil, wie du
disappeared bist und einfach direkt wieder aufgetaucht bist. Ja, ich find's ganz witzig, dass schon wieder der 718 rausgeflogen ist. Ja, man muss dazu sagen, wir haben vor der Aufnahme, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Stunden gebraucht, um das jetzt irgendwie hinzukriegen. deswegen ist meine Anmod sehr komisch vielleicht geworden für den einen oder anderen. Also die erste Anmod war deutlich besser und kürzer, fand ich. Aber ist jetzt auch egal. Ich habe es irgendwie geschafft, dieses neue Unterformat anzumoderieren. War schön, drei Moderationen, dreimal unterschiedlich was geredet. Ja. Ja, ich kann das nicht immer dasselbe sagen, das ist, weil ich immer alles sehr spontan mache und dann aber klappt das meistens. Das schlimmste so. Duell war ja das mit dem Carrera RS rauszufinden, was wir da fahren. Ja, das stimmt. Also wir haben mal geguckt im Vorfeld, welche Duelle passen und man muss sagen, beim Carrera RS haben wir die meiste Zeit vergeudet und jetzt am Ende haben wir uns 50 halt Minuten. Haben wir uns jetzt halt am Schluss endlich für den Miura entschieden, der halt noch am ehesten irgendwie da passt. Es wäre besser gegangen, hätten wir den normalen 911 Carrera gehabt, nicht den RS. Der hätte deutlich oder wäre deutlich einfacher gewesen, wahrscheinlich ein Duell zu finden. Ich habe einen Porsche nicht gefunden. Wie, du hast deinen Porsche nicht gefunden? Ja, wenn du kein Auto gefunden hast, hast du deinen Porsche automatisch wieder. Keine Sorge. Außer sein, du hast ein anderes Auto ausgewählt. Du hättest auf aktuelle Autos gehen können. Ja, normalerweise einfach mit RB oder LB ja, auf aktuelles Auto springen. So. Ja, hier haben wir die schönen Duelle. Untergrund. Ich glaube, der 718 gewinnt. Nur D-Klasse gibt's nicht. Und X. Normal müssten die Allrad-Fraktionen bis jetzt da richtig abgehen. Oder halt natürlich der 488, der sowieso startet im Allrad. Keine. Du wolltest mich jetzt verarschen, Chucky und Spark, oder? Ach man, jetzt verliere ich schon wieder gegen so einen Drecks M4. Irgendwie habe ich so gerade ein Déjà-vu, ey. Oh. Ey Tim, du kommst mir jetzt nicht näher, ja? Doch. Ja, warte doch auf die Rundstrecke. Der ist ganz schnell auf der Geraden, Ray. Komm, und der Porsche ist ein bisschen stärker. Nein, so knapp! Dass du gewonnen hast. Tja. Ich glaube, Porsche hat gerade in jedem Fall verloren. Nur weil ich mich am Anfang verschaltet habe, Alter. 50 sind, Alter. Chucky, das also bis auf die Hinteren haben, aber es ist immer ein Parallelflug gewesen in der Zieleinfahrt, auch wenn Porsche immer verloren hat. Und da sagt man dann, der Porsche ist auf dem Trackstrip eigentlich geil, aber gut, das ist eigentlich eher der Turbo und der fehlt ja leider. Das ist, oder der Panamera Hybrid. Ich hätte vielleicht sogar gewonnen, weil ich mich am Anfang nicht verschaltet hätte. Ich voll das war doch ein gutes Rennen gerade. Also Simon, keine Sorge, die Rundstrecke wird kommen, mein Freund. Die Rundstrecke wird kommen. Ja, zuerst zum bei diesem Format, also alle gegen einen, oder wie Andi es kurz formuliert, Age, also AGE. Age of Porsche. Wird es eigentlich genau gleich ablaufen wie bei den normalen Magenduellen? Also es ist immer der eine, also wir machen jetzt erstmal Flugtest, wenn Forza Cut mich vorbeilässt. Ja. Muss gepusht werden, ich bin so leid. Ja, also es ist halt wieder der eine tritt gegen den anderen an und das Endergebnis, also wer sich jetzt nicht spoilern lassen möchte, guckt jetzt nicht rein, aber am Ende wird dann auch das Endergebnis stehen, ob dieser Zusammenschluss der anderen Marke tatsächlich Porsche schlagen hat können. So, jetzt gucken wir mal, ob der kleine Flügel auch was zum Fliegen beisteuert. Der hat ja Flügel, das müsste eigentlich funktionieren. Hui! Oh, also der 488 fliegt ja richtig gut, ey. Oh, oh. Warum seid ihr so viel höher geflogen? Weil wir Downforce haben. Wir haben mehr auf Downforce. Hauptsache der 718 rutscht nicht rein, mich plötzlich. Die Corvette hat 2 Gänge zu viel. 5/6 Gang ist so überflüssig. Alter, Forza hat sich gerade bei mir entschieden. Ja, wir decken jetzt den Scheunenfund auf, der hier in der Nähe rumsteht. Als ob du über den Arsch. Ist Level 40, so hast du. So, dann würde ich mal sagen, wir machen den Bremstest, stellt sich mal die Duellpartner nebeneinander auf. Andi macht mal einfach den Anfang, würde ich sagen. Wir machen das mal nach der Reihe. Kommt, machen wir mal Andi vorne, dann die Limos und dann die. Wenn nicht auf die Linie, das. Okay, Chris, wir machen ganz hinten. Limos noch. Weil du dann so weniger beim Markieren hast beim Weg. Das ist mindestens 2 Meter. So. Ja, ich fahr jetzt Manu, ja, 200? 250 oder? Was? Die Pommes, die aber schön links steht. Ja, 250 so, geht bloß. Einer fehlt aber noch, oder? Der geht jetzt ja, also 250, ja. Safe. Ich hab gerade einen Scheunenfund entdeckt. Ich muss den jetzt unbedingt haben, sonst vergesse ich ihn. Ja, ja, ist okay. Nein, du wirst nicht meine Schuld. Da ich bin dann reingeflogen, dann. Ich bin da voll in die Richtung reingeflogen und dann hat's einfach gestartet. Weil Forza sagt ja, alles klar. Ja, also. Ich hab's verstanden.
Bremstests. Okay. Ich hab dich nicht verstanden. Chucky, dein Bremslicht ist ja geil. Ray, wir haben uns schon geeinigt, wir machen 2,50. Wir warten einfach nochmal 2 Minuten, bis jeder ausgeschredet hat, und dann machen wir weiter. Nochmal. Ja, man muss wirklich entschuldigen, das wissen die Zuschauer nicht, es war eine mega lange Vorlaufzeit und jeder musste wirklich die Klappe halten. Er musste nicht, aber ja, jetzt ist der Redetrang natürlich da. Ist egal. Bremstest, da waren wir stehen geblieben. GT3 RS und 488 sowie Panamera und E63 Cayman und auch M4, würde ich sagen, können 250-0, oder? Das sollten alle hinkriegen. Hast du das, Ray? Ja. Können schon, oder? Dass wir das schaffen. Also es wird beim Panamera ein bisschen knapper. Wenn ich schlagen wir die 100, dann machen wir drauf, dann machen wir 200-0, komm. Nee, 200-0? Der packt schon 250, geht schon. Nee, Moment. Wir machen 200-0, dann ist es safe. Ja, Moment, wie ich jetzt auch. Was? Ihr auch oder nur ihr beide? Wir 6 hier vorne. Alles klar, okay. Dritter Gang vielleicht. Und die 6 hinter uns machen 175-0. Okay. Jürgen, gerade das AB erst mit den ganzen Bremstest, ne? Ja, wir werden 175 schaffen bis zum Ende. Ja, ja. Ich würde sagen, wir können schon mal, oder? Ja, well, ja, ja, macht. ABS aus beim Bremstest, oder war da nochmal? Und sobald man den hinten nicht mehr sieht, kann man losfahren. Korrekto. Ach, nee, wir fehlen natürlich noch 2 km/h. Wir werden, wie auch schon beim letzten unersten Magenduell, wer das noch nicht gesehen hat, BMW gegen Mercedes haben wir schon ausgetragen. Die beiden Magen sind gegeneinander angetreten mit einem, ja, sehr deutlichen Gewinner, den ich jetzt nicht spoilern werde, weil vielleicht Audi. Ein anderes noch nicht gesehen hat. Genau, Audi hat gewonnen bei den zwei. Audi. Es wurde tatsächlich in den Kommentaren gefragt, wo Audi ist. Und da frage ich mich beim Magenduell zwischen BMW und Mercedes. Ja, da hat Audi eigentlich nichts verloren. Aber ach du Kacke. Alter, VW gegen VW hat schon verloren, ist nicht vorhanden. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also wie beim Magenduell werden wir auch hier trotzdem am Ende die vollständigen Bremsmeter und so weiter durchgehen. Auch wie schon gesagt, am Ende nur die entsprechenden. Ah ne, 200 haben wir gesagt, ne? Also 250. Siebter Gang, Spritspargang. 250 hätte ich aber locker geschafft. Wollen wir los? Ja. Gut zu wissen. Ray? Ja. Ja, ja, sobald ihr uns nicht mehr seht am Horizont, können wir. Au. Oh, das also war, glaube ich. Forza muss das Bremsen lernen. 175-0, ja? Der Ding hat keine Bremsen. Okay, bist du sicher, dass du nicht zu früh gebremst hast? Ja, komm, fahren wir. Nein. Weil ich habe gefühlt zu früh gebremst. Und dass du so viel früher dastehst, das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, aber ist okay. Dazu ja, wir machen noch mal, ein paar Meter ja, wir machen, glaube ich, wir machen nochmal, komm. Naja, ich kann mir das gar nicht so ganz vorstellen. Es ist halt ein BMW. Das ist ein arg kurzer Bremsweg. Der BMW hat einfach den Flügel als Anker benutzt. Ja, ich habe einfach den Flügel weggeworfen und hinterhergezogen. Ja, Fallschirm ausgepackt. Ja. Marvin, ich kann dir schon mal Tipps geben bei dem 4 GTS. Enge Kurven sind super. Aber bei wir können auch hier schon reinfahren. Aber das sind noch welche, die warten wir mal ab. Erstmal wieder Stift auspacken. Ja, Läppchen. Ich weiß meine Gehirn. Ach, Junge! Ja, ich muss nochmal. Chef Reut hat mich schnell fährst du. Ja, ja, also nochmal, Manu, ja? Ja, ich bin in den reingefahren. Ich erwähne nochmals, wir haben alle eine sehr lange Vorbereitungszeit. Wir sind nicht alle so ganz auf der Höhe. Ja, sowas. Es ist die Premiere-Folge eines neuen Unterformats. Ja, wenn da alles glatt gehen würde, wäre es ja irgendwie keine richtige Premiere, würde ich sagen. Und das wäre dann auch noch mit einer komplett neuen Marke. Also, ja, genau. Ist die Landebahn frei? Ja. Dauert noch ein kleiner Moment. Der M4-Pilot fragt den Tower. Komm zurück. Haben wir den Tarnmodus angemacht? So, lang mal, ich muss noch schnell, dass ich hier... Mein Ferrari ist schon wieder weg. Ja, den Tarnmodus angemacht, das siehst du nicht mehr. Ja, ich merke das schon, der macht mich. Ach, scheiße. Aber für den M4, wir wollen Landeerlaubnis. Das sieht schon geil aus, wenn man so hinterherfährt. Komm, fahren wir einfach hinterher. Mhm. Ey, was, wenn jetzt die Cockpit hier? Nein, da steht mein Ferrari. Geh weg. Wie, ich bin weggeschoben. Geht ja wohl nicht. Also wenn's ja toll, wenn ich diesmal jetzt sieht's wirklich besser aus. Das hab ich auch nicht zu früh. Also ganz genau auf der Linie. Gut, okay, auf 1 Meter ist es jetzt anders bei mir nur, aber okay. Gut, bei mir sind es direkt 10 Meter. Ja, es passt. Darf ich dann weiter hinten, oder? Aber jetzt hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich zu früh... Ich habe auch besser gebremst diesmal. Dafür aber auch später. Das müsste jetzt passen. So. Sind jetzt alle fertig? Nee, jemand muss auch nochmal neu, ne?
Chucky komm, so. Und ja, komm, so. Ja, okay, dann machen wir. Ja, jetzt, okay. Oldies. Goldies. Na, die ziehen durch. Ja, das ist immer das leichte Gewicht des 718, da gibt es weniger abzubremsen. Ich hab eigentlich also, man muss ja wirklich dazu sagen, der Maserati wiegt 800 Kilo oder 850 Kilogramm. Ist ja auch leicht. Aber da kommt halt so ein 718, der wiegt ungefähr 580. Also mal nochmal ein bisschen. Ja, also vier Reifen und Motor, das war's. Ja. So, ja, wir gehen einfach mal durch. Einmal der vollständige Teil, weil das wir wissen, wie ja, gebremst wurde. Nochmal zur Erinnerung, die moderneren Fahrzeuge finden von 200 auf 0, die etwas älteren von 175 auf 0. Wir beginnen, wie immer, beim Andi. 51. Der Busted Okapi. 65. Chris. 94. Forza Cut. 102. Hiegi. 88. Core XFTW. 67. Pro Game. 61. Zuchuk. 80 Meter. Tamin. 90. Chucky. 111. YOLO Tim. 66. Und last but not least, der Cayman GT4, meiner einer mit 58 Meter. Aber die GT4s hatten den besten Bremsweg. Chris, was hattest du? Nee, ich sind ja auch eigentlich so GT3 RS. So. Ja, ich glaube, Porsche hat gerade einen Doppelsieg geholt, kann es sein? Ja, beim Track Race alles verloren, aber jetzt abgegangen wie Schmidts Katze. Und okay, jetzt wird es auch so lange über dem einen bleibt. Moment, ich möchte kurz eine Wette abgeben beim Ferrari, der wird, glaube ich, 360 schaffen. Ja. Wenn's Getriebe ist, Streik, ja. Also 350 traue ich dem Blocker zu. Ich glaube 360. Ich bin gespannt, der angegeben ist er hier in Forza mit 360 tatsächlich. Aber ich hab den ja ein bisschen schon öfters mal getuned, ich weiß es. Ich bin, dass du vorfährst. Jetzt macht Marvin Trick 7 und stellt einfach den Flügel runter. Das finde ich nicht in Ordnung, wenn er das macht. Wow. Also beim GT3 dürft's eigentlich theoretisch tun, weil bei dem kann man serienmäßig tatsächlich in drei Stufen den Heckflügel verstellen. Ja, ich könnte auch theoretisch, aber logischerweise. Nimm einfach einen Schraubenschlüssel und schraub die Flügel ab. Ja, mach das. Ja, ich mach's wie ein Fast and Furious 2. Oder ich borg mir den M4 mit Überrollkäfig aus. Der Mazda 3 will bitte auch mitmachen hier. Ja, AMG feiert, mach du schneller. Ist auch schneller wie ich. Jeder, der meine Karriere überholt, ich bleib auf der linken Spur. In Deutschland würde man dich dafür schlagen, dass du sowas sagst, ich bleib auf der linken Spur. Aber das ist okay. Alter Schwede, ja, geht gar nicht. Ich guck grad mal so ein bisschen auf die Zeit, wie lange wir schon aufnehmen. Wir haben eigentlich produktiv jetzt nicht viel geschafft in der Zeit. Also an die Zuschauer, Respekt, dass ihr dieses Kuddelmuddel bis dahin geschafft habt. Aber ich glaube, das sortiert sich jetzt dann, groovt sich jetzt dann gleich ein. Jetzt dürfte der Cameron, glaube ich, kommen. Keine Ahnung. Ich habe noch keine 300. Hier ist aber Verkehr, Ray. Hast du Baum geküsst? Ja, solange keine Verkehr abwärmt, ist nicht das Problem. Ah, schön. Mist. Drehzahlbegrenzer, oder was? Ich hab so hart auf dich drauf geholt. Nein, ich meine, Mist. Ich ramm den Verkehr ab und dann schreck ich dich in der Topf. 92. Ja, aber es war auch kein Baum, sondern es war ein Verkehrsteil. Von einer, ja, okay, bei mir war es was bei. Zum Verkehrsteil, ja. Das war auch der Autobahn. Bleib rechts. MPC. Komm, noch um die Kammer, komm, ja, nochmal. Die kommt jetzt alle angeflogen. Aber, ja, schon knack 300. Hatte, ne, Ray? 98. Ja, ja. Eine Millisekunde reicht auch. Nein! Da du mir eine Millisekunde Windschatten gegeben hast, komm noch ein Kammer. Auch noch ein Kammer mehr gereicht. Wir hätten 2 Kammer zu 300 gefehlt. Ja, mir auch. Oh. Hast du übrigens die 300 geschafft, Ray? Ja, ganz knapp. Echt jetzt? Beim M4 könnte es knapp werden, oder? Die hätte ich schon, wo ich Gas gegeben hatte, drauf. Die 300? Ja. Ach, das war nein, das ist auch drin. Relativ knapp. Alle driften so. Also ich kann schon mal so viel sagen, ich habe mehr drauf gekriegt wie beim Magenduell bei Mercedes gegen BMW. So viel kann ich schon mal verraten. Jetzt wüsste ich noch, wie viel du drauf bekommen hattest. 315 oder 16 hatte ich da drauf. Ey, der Panamera ist ja gar nicht so. Okay, ich habe verloren. Ja, ich glaube, aber der ist sehr, sehr fett. Also, dass ich ja, mich oh, überrascht ist wirklich, dass er Cayman so viel Topspeed drauf hat. Ist aber so, ich war auch schon eigentlich ziemlich überrascht, dass ich das geschafft habe. Ich meine, der Cayman hat einen
Motor des Carrera 4S drin. Normalen S, Carrera S, sorry. Fast 385 PS, das ist nicht schlimm. Ja, da stehen sie. Ah, sieht schon geil aus, so diese. Also ich persönlich muss sagen, ich find dieses Unterformat vom Magenduell eigentlich schon ganz geil, dass man alle gegen eine Marke. Aber wie gesagt, das entscheidet ihr, die Zuschauer, am Ende, ob dieses Format weiter Bestand hat oder nicht. So, ja, wir fangen an. Andi? 341. Busted Okabi? 298. Chris? Mega schnelle 247. Ja, also keine normale 247, sondern mega schnelle 247. Das müsst ihr euch merken. So, das blendest du auch so ein. Würde jetzt in der Grafik der Platz reichen, hätte ich das auch so eingeblendet, aber leider war der Platz nicht mehr. So, dann Vorsack hat 276. Higi? 356. Core XFCW? 367. Pro Gay? Auf jeden Fall 7 km/h schneller als die Viper. 306. Nice. No. Suchuk? 342. Was? Ist das jetzt schneller oder langsamer wie der Panamera? Das ist schneller. Mit 333. Das ist schneller als der GT3? So, also Tamin jetzt dann? 333. Ja, okay. Das war ein bisschen, ich hab's jetzt vorausgegriffen. Ist egal. Chucky? 244. YOLO Tim? 298. Okay, und ich habe 320, auch wenn es nur für eine Millisekunde war. Also 319 wäre, glaube ich, ohne Windschatten gegangen, aber es reicht ja trotzdem. Um diesen lächerlichen M4 GTS zu schlagen. Das ist meine Ranch jetzt mit dem Cayman, mit Porsche. Kann ich jetzt endlich die Rache am M4 nehmen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen der GTS ist, der eigentlich besser ist. So, was sollen wir als nächstes machen? Sprintrennen, Rundkursrennen, was möchte ihr da haben? Rundkurs. Oh, nein, oh Sprint. Jetzt bin ich aber etwas Goliath. Mit weiten Kurven. Bin ich am überlegen, sollen wir Land auf die 8. Rundkurs? Die 8? Mhm. Ja, okay. Ist halt so ein bisschen Standard schon, aber. Nicht die 8. Nicht schon wieder. Die hatten wir schon so oft. Ja, aber dann sag was anderes. Dann sag jetzt innerhalb von 3 Sekunden 3 Brücken. Südstadt-Rundstrecke. Ja. 3 Brücken wurde schon gesagt. Die ist zwar, ja, okay. Die hat zwar nicht jetzt viel weite Kurven, aber wir machen es jetzt einfach. Gut, da können wir hinfahren, ist ja nicht so weit. Gut, dann machen wir es hier. Wie immer, es gibt doppelte Punkte. Das heißt, einmal für die Rundenzeiten, einmal fürs Endergebnis. Für den M4. Kurz nochmal zur Erklärung. Bei einem Duell zum Beispiel zwischen Marvin und mir kann es 1-1 ausgehen, falls einer das Rennen gegen den anderen gewinnt, aber in der Rundenzeit der andere wiederum. Oder aber 2-0 oder 0-2, je nachdem. Da kann man jetzt gucken. Ach da. Macht die Route, die er mir gegeben hat. Es klingt wie eine andere, wie er euch gegeben hat, glaube ich. Ich glaube nicht, weil wir Route. Weil du einfach dem Strom 200. Achso, habe ich keine Route gemacht? Oder? Nein, ich habe nicht eine Route gemacht. Achso. Ich habe eine Route, ich weiß ja nicht, was ihr Problem ist. Ich habe mich gerade verfahren. Ich stecke im Verkehr fest. Mein Spiel ist abgeführt. Einer hat sich verfahren, der andere steckt über Max. Eine E-Klasse auf einmal so ein Weenie. Ja? Also glaub, ich war einfach jede Kurve quer. Ich glaube, man merkt, wir sind alle etwas durch. Du doch immer. Ich bedanke mich für dieses Kompliment. Oh Gott. Du kriegst ein Dschungel Komplimente. So, jetzt kommt eigentlich die eigentliche Königsdisziplin der Porsche. Noch warten. Ray, warte mal eben, bevor es reinstartet, sonst hat Javier rausgeflogen. Zwei Leute sind rausgeflogen, oder? Einer. Jo, das macht ja nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir können... oder Spiel abgeschmiert? Moment, was für Autos sind denn rausgeflogen? E23. E-Klasse. Ja, okay, das ist irrelevant, wir können starten. Sehe ich auch so. Aber das ist... Wie der Suchuk, ne? Türkisches Essen, direkt in der E-Klasse ansitzen. Aber man muss sagen, Suchuk wollte unbedingt mit Panamera fahren, nur der Zufallsgenerator hat gegen ihn entschieden. Ja, also das muss man ja sagen. Ich nutze die Zeit, wie der eine mal Naht zum Nachschauen wollen und renne ganz schnell aufs Klo. Macht das. So, ja, wir machen mal einen Cut für übrigens an der Stelle. Bis gleich. So, wir sind zurück zum Rennen. Also für euch ging jetzt kaum Zeit rum, für uns
Ich erzähl's jetzt nicht. Die Leute dabei waren, wissen, was inzwischen dem Cut passiert ist. Eine Viertelstunde war's, oder? War ja wieder klar, dass Porsche so viel Geld bezahlt. Ungefähr 15 Minuten waren es ungefähr, würde ich sagen. Hat sich nur angefühlt wie eine Ewigkeit. Kollision ist aus im Übrigen natürlich, wenn man es kennt. Ach, hallo Andi. Diese Bremse ist zum Gleichpunkt. Oh, Scheiße, voll schnell. Das war dumm. Hast du echt mein Bremsbuch benutzt, Panamera? Also, ja, leider schon. Okay, das funktioniert nicht ganz, weil ich 50 Meter runter schaue. Ich könnte natürlich die Kurve so am Rand nehmen und dann ein bisschen schneller rumfahren, aber also ich möchte sagen, das ist das erste Mal, dass ich den normalen Kurs bewege und ich bin erstaunt. Steuern der GT2, Alter, das ist echt. Ich bin das war knapp. Sehr negativ überrascht. In dem Ferrari 488, das musst du dir auch mehr geben. Mit besseren Reifen auch doch. Die Reifen sind die gleichen bei euch beiden. Ja, aber er hat bessere Reifen als normal und kommt eigentlich nicht hinterher. Das Problem ist, der Cayman lenkt viel zu gut ein, damit komme ich gar nicht klar. Ich muss viel später einlenken hier. Ich bin jetzt hier, glaube ich, dreimal ganz knapp am Checkpoint fast vorbeigeschlittert. Alter, deine Mera. Moment, ist das jetzt schon das Rennen mit der doppelten Punktzahl? Ja. Ja. Und der andere. Das gefällt mir doch. Boah, mich verpasst du gleich mal einen Checkpoint. Ja, ich glaub's auch. Boah, ich muss jetzt den Papera einholen. Bremst irgendwie auch viel zu früh. Ich meine, das ist jetzt eigentlich so die Disziplin, wo eigentlich die Porsche punkten sollten. Naja, außer der GT2, der untersteuert. Ja, der GT2 ist aber kommt nicht von der Stelle. Muss auf jeden Fall in der letzten Runde alles raushauen, weil in der Runde. Wie läuft mit dem Jura? Alter Schwede, oder so was? Alter, ich kann die letzte Kurve voll nehmen. Wie geil ist das denn? Marvin, war das Antwort genug auf deine Frage? Ha? War das Antwort genug auf deine Frage? Ich hab gerade gesagt, da ist eine Wand. Ja. Also, Raid im Porsche behaltet. Okay, ich schreib dir die Rechnung. Oh. Dann ist raus. Ja gut, auf einmal kommt ein Ladescreen und dann... Ja. Okay. Okay, das war ich die Wand. Ja, ne? Hä? Ich hab's heute, ey. Ja, das verpasst, oder was? Ja, natürlich. Ja, jetzt muss ich nur noch eine gute Runde hinkriegen, dann wollte ich schon mal safe gucken will für Porsche. Wenigstens war die zweite Runde einigermaßen. Ja, da habe ich einen größeren Fehler drin gehabt. Dritte ist es auch nicht ganz perfekt, aber bin jetzt mal guter Dinge, dass trotzdem... reicht. Boah, das habe ich ja richtig scheiße gefahren. Ich muss aufpassen, dass ich davon mehr geholt werde. Oh, aber die Reihenfolge wird größtenteils eingehalten, oder? Also... Ja, ich meine, die sind ja alle eigentlich... Also es sind ja keine zwei Duellen oder Duellpartners sehr ähnlich. Das sind ja schon gewisse Unterschiede mit dabei. Ich glaube, die letzte Runde war gar nicht schlecht. Das müsste eine 1-1 gewesen. Die letzten 1-2, fünf schaffen es überhaupt nicht ins Ziel. Was hast du gefahren? Eine 1-2. Alter, du hast ein 1-7, was ist bei dir passiert? Der Panamera ist schneller. Der Mercedes ist sogar schneller. Der E63. Der GT3 ist so... Ach nee, Moment. Was hab ich da gemacht? Gut. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Also der Impf so scheiße. Also wir haben im Vorfeld auf einer Rundstrecke den M4 getestet. Der war identisch schnell. Moment, sogar ich Marvin. Schneller wie der GT4 eigentlich. Marvin, könnte es sein, dass du unsaubere Runden hattest? Kann schon gut sein, dass er das hatte. Das war meine zweite Runde, die 1-7. Ja, vielleicht war die die saubere und die anderen waren halt unsauber. Nee, die erste Runde war eine 1-10, die zweite war eine 1-7 und die dritte, der brauchst gar nicht rechnen, hat den Checkpoint verpasst. Das war eine 1. Falsch gemacht. Ja, ich hatte ja, das kann auch sein. Halt das Problem, dass ich immer so viel bremsen musste wegen Untersteuern. Oder einfach der Cayman GT4 ist einfach ein Monster. War das mit dem... Ah, jetzt auch schnell. 5,50 Giant Killer. So, Chris ist wieder auf Abwägen. Leg mal eine Route fest. Da hat auch ein weinendes Mädchen an der Seite. Wo wollt ihr eigentlich hinfahren? Ach, das ist nicht die Route führt nur zum Rennen. Also zu dem, was jetzt du gerade gesagt hast. Jetzt die neue Route. Fahren wir oder porten wir? Fahren. Fahren. Kilometer, easy. Zeit heißt da. Komm, fahr mal.
Wir müssen ja Chris ein bisschen Zeit lassen zum Join. Mich regt das so dermaßen auf. Warte mal, ich gebe dem auch noch mal Boost. Das kannst du gleich mal einbauen. Ich komme einfach nicht drauf klar, dass der GT4 so gut einlenkt, ne? Ich hab da echt ein bisschen Probleme. Das Problem ist, das kann man gar nicht kaputt fahren. Das Problem ist, also für die Zuschauer, vor der Folge haben ProGame und ich so jedes Duell so ein bisschen im Vorfeld schon mal getestet, dass es halt auch wirklich passt und so weiter. Deswegen kam man dann halt auch auf diese Reifenausgleichung und so weiter und so fort. Und da bin ich halt so viel, ich sage jetzt mal, nicht so angenehme Autos gefahren. Und jetzt komme ich halt einfach nicht drauf klar, dass der Kerl geht. Oder der Straße. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe selten ein Auto gesehen, was ich so gut fahren lässt wie der GT3. Ja, der GT3 ist übertrieben, aber der GT4 ist da nicht viel schlechter. Natürlich bei weitem nicht so viel Kurvenspeed, aber das ist schon böse. Aber man muss ehrlich sein, also ich bin Porsche-Fan und ich muss ehrlich sein, also vom Gefühl her und auch zu der Konkurrenz, die wir hier haben im Spiel, haben sie den GT3 ja erst ein bisschen zu OP gemacht, weil, also, das so krass ist er halt dann auch wieder nicht. Ich bin gerade 2 Tonnen hinten reingefahren. Ist jetzt wirklich gestriffen. Ja. Wenn ich dir hinten reingefahren wäre, wärst du ziemlich tot gewesen, am Baum klebend. Ja, ist mein Motor funktioniert nicht mehr. Mir fällt gerade auf, auch mit der Motorisierung hast du das Limousin-Duell voll. Das alles war auch ein Turbo. Ja, beides 4 Liter, oder? Ah, ne, der E63 hat den 5. Nein. Oder? 6,3. Nein. 6 Liter. Nein. Also mit Turbo drin ist ganz sicherlich nicht. Ach scheiße, jetzt scheiße, war ja Turbo, glaube ich. Es steht immer nur 63 bei Mercedes dran, ist kein 63 Moment, drin. Moment, wo kommt... Wenn du das ja, aber kommt dann 63, es gibt, ja, ja, es gibt Umrechnungen... aus der Vergangenheit. Hallo, es gibt Umrechnungen, dann jetzt hat der... Ja, wegen dem Turbolader, mit den Umrechnungen, dann hat der 6,3 Liter bekommen. Nein, das ist Quatsch, was laberst du? Es gibt Umrechnungen. Das 63 hat nichts mit dem Hubraum zu tun, das war früher mal so. Das haben sie einfach nur übernommen, auch für die späteren Modelle. Selbst ein C63 heißt ja auch C63 und hat nur einen 4,2 Liter. Also. Ja, für die Fans. Und der 5,6 Liter, den es gibt, ist auch ein 63. Ja, aber. Und der 6,2 Liter ist auch ein 63. Au, also. Au. Und ich höre gerade, wir haben einen Darth Vader. Nein, wir haben einen Dampf Vader. Ja. Bei mir hört man es. Ja, Chucky weiß, was ich meine. Wer sagte gerade, mit dir hört man's nicht? Marvin. Wer meinte das gerade? Marvin? Dampfst du auch, oder was? Ja. Ja. Ah, das die ganzen Drogensüchtigen, ey. Der hat bestimmt auch schon den Dönergeschmack ausprobiert. Was? Dönergeschmack. Das ist ekelig. Kalt Taschenbecher. Und voll die Kurve, zack, ohne Probleme. Gib mal Gas. Ui. Ich war hier irgendwie voll alleine nach Anders funktioniert das nicht, Manu. Das Geile ist ja, wenn du versuchst, eine Kurve durchzufahren, ist die Kiste am Unterfeuern. Dann lupfst du und damit. Hat er gerade eine? Hat Angst um meinen Kopf gehabt? Dann lupfst du was? Die Kiste. Dann hat Angst um meinen Kopf gehabt, Tiki? Nee. Der kommt im Heck rum. Das ist sehr interessant. Du solltest eher Angst um deinen Kopf haben. Sehr interessant. Nee, weil ich einfach über ihn gesprungen bin. Beschwergewicht hier, ne? Fette Sau. Oh. Ich will gerade einen Porsche fliegen. Ich bin dieses Carrera geflogen. Baum. Sandwiched. Freiheit. Ich hoffe, jetzt kann ich mal mit dem M4 punkten. Du mich helfen? Du hast doch schon genug gepunktet. Jetzt muss ich ja mal punkten ein bisschen. Wie? Ich habe beim Bremsduell gewonnen. Ja. Jetzt beim Rennen, beim Topspeed, aber beim Drag Race habe ich verloren und das wurmt mich immer noch. Oh. Bei uns steht es gerade noch was anderes gegen den M4, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das noch dass ich mir im C63 verloren habe. Also ja. In den Kommentaren waren alle meiner Meinung, dass der C63 eigentlich sie gewinnen sind. So, Higi, ich habe dir 5. So, aber ich auch so. Ich hab eben 50 Euro überwiegend. Ja, also, was heißt underpowered? Der M4 war einfach überpowered. Also zu dem Duell nochmal, ja. Auch wenn es jetzt hier zu dem nichts zur Sache tut, normalerweise müssten die gleich auf ungefähr sein. Natürlich ist der M4 vielleicht da besser oder der C63 dort besser, aber. Wie steht's mit der Kollision? Ist das jetzt gerade nur bei mir so oder sind die Autos einfach extrem gerade überbelichtet?
Ray, läuft. Geht die Vierklasse. Ray bestimmt die Kollision an oder aus? Natürlich aus. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Der E63 hat einen 5,5 Liter. Ja, genau. Ja, genau, 5,5 war es nicht. Ja, sag ich doch 6,3. Das Maul. Oh fuck. Ach, oh Gott, ich hab wieder ein GT3 RS. Den hörst du nicht nur, den siehst du gleich auch. Also beim GT3 haben wir uns natürlich auch ziemlich lange Gedanken gemacht, wie wir da als Gegner hinstellen. Perfekt wäre natürlich gewesen der Huracan Performante, aber den haben wir leider noch nicht. Oh Gott. Junge. Das heißt noch nicht? Wird er schon geleakt? Ich weiß. Nein, leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass der noch kommt. Ray, den Termin bei Lamborghini haben wir erst nächste Woche. Ob der jetzt reinkommt oder nicht, wissen wir noch nicht. Ja, wir wollen aber eigentlich eher für Motorsport 7 jetzt die Autos sammeln, habe ich gedacht. Ja, ja. Also Bugatti kommt übernächste Woche, Samstag, das steht. Also da kann man nichts mehr ändern. Alter Marvin, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass du die Mauer als Bremse nutzt. Das war sehr unabsichtlich, ich habe die Kurve nicht gerallt. Der fährt halt meine Ideallinie, das ist halt einfach so. Der Ferrari verwirrt mich. Boah, aber was muss ich sagen, das ist einfach. Boah, fuck, ich hab. Das Ding ist einfach schon Gang gehabt. Ganz komisch. Vor allem die Synchronisation passt nicht ganz. Bei mir sieht es aus, wie du einen Dauer-Burnout siehst. Aber jetzt habe ich relativ safe. Nahtlos verkackt, wie gerade. Oh, hier ist aber ein. Ja, der krasse Abschnitt kommt jetzt aber erst noch. Hier ist ein böses Stück gerade. Die Strecke. Voll durch. Die Strecke ist richtig fies jetzt gegen. Oh. Boah, ja, ich sehe das schon. Bin ich noch nie gefahren, muss ich ehrlich sagen. Doch, ich bin schon ein paar Mal und jedes Mal verkacke ich sie, deswegen habe ich jetzt umso mehr Angst und bremse mega vorsichtig. Ich habe mich gedreht. Der Randstein hat mein hinteres Rad. Aber das ist gut. Aber ich bin da trotzdem noch vor dir, von daher alles gut. Noch. Oh, den ersten Gang lasse ich jetzt weg, der ist total scheiße übersetzt beim Cayman. Alles klar, Führungsmeter. Die werden auch angerechnet irgendwie. Hoffentlich. In irgendeiner Statistik. Es sei denn, der Porsche ist vor. Führungsrunde in der NASCAR gibt es seit 2017 nicht mehr, also nein. Der NASCAR sind wir in der NASCAR? In der NASCAR, du musst es schon richtig ausspielen, wenn wir in Forza sind, ja? Ist so. Nein, es gibt mehr. Ja, nein. Schönes Ding. Schönes Ding, trotz Dreher. Oh. Aber das war jetzt deutlich knapper hier. Ja, normal sind die auch. Also wie gesagt, wir haben das im Vorfeld getestet und der M4 und der GT4, die sind richtig gut. Da kommt dann am Schluss dann der Fahrskill von mir halt raus Porsche. Ach so, jetzt pusht Symbiose. Er wieder. Also ich möchte kurz sagen, ich habe meinen Sieger-Donut einfach ein bisschen vorgezogen. Darf man ja mal machen. Kann man ja mal machen, ja. Fahr gleich mit dem dicken Mittelfinger an die vorbei, ey. Ach jetzt, ich freue mich und werfe ihn zurück. Echt jetzt, ich schaff's nicht. Das erste Mal, dass der Panamera was gewonnen hat gegen den E63. Das ist der Miura vor dem Porsche. 2 Meter vom Ziel. Das erste Mal, auf dem Rundkurs hast du auch verloren, oder was? Auf dem Rundkurs bin ich rausgeflogen. Ach so. Das ist halt natürlich scheiße. Aber dann können wir das Duell ja auch nicht werden, da wo du rausgeflogen bist. Was fährt denn Tamin für ein Auto? Panamera. Panamera, Flow. Also nee, das ist jetzt nicht gerade passiert. Ich war im Ziel und es war bei 99% eine Mahlzeit. Komm Marvin, irgendwer musste den mal bringen, oder? Nein. So, dann müssen wir ja jetzt ja noch das Schlimmste aller Duelle machen. Och, nein, da ist ja gerade, da ist ja ein. Alter, nee. Querfahren. Way, ne? Ey, ihr habt mir echt ein schlechtes Auto dafür gegeben, insgesamt. Ja, Call Allrad. Hä, du hast einen 488. Ja. Das ist ja nix. Der ist voll gut. Sitzt in einem 488 und beschwert sich. Ach ja. Also, wir fahren einfach mal weh hinterher. Chris. Trotz keine Route. Ich habe eigentlich eine gesetzt, keine Ahnung, warum die weg ist. Aber ich habe auch keine. Aber wir sind Gott, schon da. Alle einfach den Führer hinterher. Street Race. Aber das ist, glaube ich, das, wo es viele Kurven gibt. Hallo. Ich, gut. Ich habe einfach das nächste genannt. Wow, da bin ich einfach gekickt. Und diesmal war es keine Straßenbahn, ja. Doch, der ist bis hierher gefahren. Für die Zuschauer bei dieser Unterbrechung vorhin in Surfers Paradise sind wir alle da gestanden. Und nichts ahnend wurden wir alle gefühlt 500 Meter weggekickt und ich habe mich schon beschwert, welcher Vollpiep mich da so wegrammt und dann war es einfach nur die Straßen. Moment, das kannst du doch theoretisch als Outtake einblenden. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ob das so gut ist, weil ich war im Menü, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung. Aber Moment, aber hier gibt es jetzt Kollision, oder?
Nein, hab ich ausgestellt. Ach, das geht mittlerweile. Das geht mittlerweile, oder was? Schön, dass ging schon immer. Warum startet mein Gegner als Erster und ich als Vorletzter? Dann starte ich schon wieder vorne, ist ja voll unfair. Oh, das ist ja mega krass, die erste Kurve. Boah, was ist das denn hier? Ach, stimmt. Alle wieder da. Andi hat die Kurve nicht gesehen. Nee, hab ich echt nicht, da waren zu viele Autos. Boah, Alter. Oh, ich hasse diese Strecke. Bin ich auch noch nie gefahren. Also hier ist natürlich die. Doch, die bin ich schon mal gefahren. Ja, hab ich auch nicht. Och, ich hab Kacke. Ich hab den auch nicht. Komm rumholen. Bitte, was ist das für eine Strecke, ey? Das ist ja mal richtig. Das ist ja mega der Handling-Kurs. Der tut mir den Jura gerade am meisten leid. Alter, das ist mir schwer mit dem Ding. Der Panamera führt, was? Das wundert mich auch, dass der Panamera. Also, dass ich führe. Ja, Panamera. Als ob. Das war das Gefühl. Grüß Andi! Das ist ja die mega fiese Sache. Das ist die schlimmste Strecke. Oh, nee. Ach komm schon. Ja, dann zähl doch euer Duell nicht, ne? Wenn du rausfliegst. Ja gut, damit halt das Rennen verkackt. Ja, okay. Also damit habe ich nicht gerechnet, ich auf weit eine Panamera jage. Ich könnte jetzt auch rausgehen, dann zählst du Duell nicht und dann kriegt Panke. Wow. Die Strecke ist sicher jetzt sozial. Ja, also ich bleib hier auch, ich kann gleich stehen bleiben, ich häng jetzt schon fast 30 Sekunden hinterher. Ja, ich glaube, die Strecke werden wir allgemein nicht, weil die ist echt, die ist ja, also die, ich meine, die Straßenrennen sind allgemein ja ein bisschen kacke, aber das ist ja der Oberkacke. Also ich glaube, die Jura hat ja noch Bremsen, aber der Maserati, da geht gar nichts. Ich und Bremsen? Es gibt's nicht. Bremsen, also wir fahren hier zum Spaß, die... Forza. Nein, wow. Die Strecke müssen wir unbedingt werden. Also auf jeden Fall müssen wir die Strecke werden, ich meine, der Panamera führt. Alles klar. Aber ich gewinne nicht. Ich guck mir gerade die Streckenführung an. Die ist echt mega kacke eigentlich. Das ist ja mega eng. Ist und ja, vor allem die Checkpoints sind mega kacke. Kacke, also ich sehe nichts. Fast zwei Checkpoints verpasst. Oh, mein Auto ist mega in der ganze Zeit. Ja, vor allem die Checkpoints. Alter, was ist das da bitte? Ich bin wirklich auf der Straße. Die sind ja so in der Straße so ein bisschen. Wow, es geht auf den Zielsprint zu und der die absolut engste Kurve. Der wäre aber du siehst wow. Jetzt mal ab, aber das Rennen endet. Ja, genau, da kontert der M4. Okay, muss doch nicht gewertet werden. Wow. Das Rennen endet bei einem anderen Schuss. Ich geh schon vom Gas. Ey, was war das denn mit dem? Ich würd sagen, wir machen noch mal ein Straßenrennen, aber ein anderes, weil ja, das ist so Kontrollpunkt verpasst. Weil das ist so eine Kacke ist. Ja, tut mir leid für diejenigen, aber es ist. Dann werte doch wenigstens mit halber Punktzahl. Oh Chris, hallo. Nein. Werten. Ja doch, ich bin auch verwerten. Ja, okay, dann stimmen wir halt ab. Also, Marvin sagt nicht werden. Tamin sagt nicht werden. Darf ich nicht schauen, wie es hier auf dem Teamspeak abläuft in der Aufnahme? Ja klar, ich hab das Recht und ihr haltet euch halt dran oder nicht? Wer nicht dran, Marvin, sich dran haltet. Marvin, das hast du noch nicht verstanden. Das ist Meinungswechsel. Wer hat seine Meinung, wir müssen unsere auf seine wechseln. Richtig. Komm, wir gehen jetzt alle auf die Straßen und protestieren gegen Ray. Ja, kannst du gerne mal auf die Straße gehen, gegen mich protestieren. Da blickt keine Sau, was du meinst. Und dein Nachbar denkt, du hast so ein verrückter Junge. Wir bleiben alle im Auto und fahren ihn über den Haufen, fertig ist. Nein, wir fahren jetzt einmal nochmal. Wir fahren jetzt das Nachtrennen, was hier ist. Da steht es nämlich auch eins. Bin ich gerade. Pass auf, uns. Komm an, das hab ich dreimal gesagt. Ey, darf dran. Ja, aber hier gibt es mehr. So, das wird jetzt gewertet. Ohne Wenn und Aber. So. Wenn jetzt gar nicht ganz hinten und hier dieser Otto GT4 bla, wieder. Bla, auf bla, bla 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 bla. Moment, ich muss. Nee, das ist der falsche. Wo ist meiner? Surprise. Es ist die Premiere-Folge dieses Unterformats, habe ich das schon mal erwähnt. Da könnte einiges schief laufen. Wie lange nehmen wir jetzt überhaupt schon auf? Lang. Viel zu lang, aber es muss auch viel rausgecuttet werden, deswegen. Wir fahren jetzt das Rennen noch und dann fahren wir noch das Scramble und dann machen wir noch den Preis vergleichen, also mal jo, durch. Mach nochmal. Und dann machen wir überhaupt die Aufnahme eine Stunde. Ja, aber da wird ja auch mega viel rausgecuttet. Ja. Der Anfang ging auch viel zu lang. Ist okay. Leute, wie mega unfair ist das mit meinem Auto? Rausstattet der Panamera immer vor mir, obwohl ich schlechter bin. Achten Sie auf den Verkehr, da ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass wir hier Verkehr haben, aber Kollision ist eh aus dem See, egal. Könnte jetzt kritisch werden.
Da kommt der Panamera wieder, ey. Oh. Aber geh mal weg. Aber der sieht geil aus mit den Leuchten da hinten. Ja. Nein, also, das bleib hier. Natürlich, ich hasse diese Kurven gleich. Hey, du ziehst jetzt nicht. Ja, aber du hast. Du machst jetzt so viel Vorsprung auf der Geraden, das wird schwer für mich. Hey, du hast 20 km langsamer. Ich seh dich noch. Jetzt kommt auch noch der E63. Ja. Ich sag schon mal tschüss. Ciao. Häng irgendwo da hinten. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin noch gemutet, oder? Nein. Wir ignorieren dich nur. Oh, gut zu wissen. Ich das war doch das allererste, dass man in Horizon gefahren ist, oder nicht? Keine Ahnung. Nein. Ich glaube nicht, dass du das gefahren ist, oder ich dachte, ey, ich nehme den Dodge Charger mit über 1000 PS. Ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, wie das Rennen gerade vorhin. Nee, dafür das ist was ganz anderes. Ja, gut, also. Ich komme hier nicht mehr weg und ich kann mein Auto auch nicht zurücksetzen, weil es wird immer an dieselbe Stelle geportet und ich hänge dort fest. Nice. Unpraktisch. Ja, er hat ein schlechtes ADAC-Redungssystem installiert, deswegen verlierst du jetzt. Ja, jetzt komm hier bitte. Schluss, ich kann meine Kurve einfach vollfahren kann. Das ist das Allergeilste. Ich lupf ganz leicht, aber ich müsste es glaube ich auch nicht. Das Allergeilste ist, mein Auto packt jetzt gerade in den Boden. Ja, jetzt kommt die E-Klasse mit Topspeed. Das ist gut, das wird ein enges Rennen. Das hast du gewollt. Glaube ich auch. Ja, bei uns ist es auch mega eng, ne? Oh! Also ein Fehler ist, okay. Ist hier glaube schon entscheidend. Doch, nicht so eine schlechte Entscheidung. So, unverdient, aber naja, was kann man, was soll man machen? Ui! Bis Fahrsackert. Da, ich kann ja nichts machen, ich komme da nicht weg. Ja, klar. Da wollte ich gerade wegen Inaktivität kicken, obwohl ich gelenkt habe. So, das ist halt auch ein geiler Bug, ey. Obwohl ich merke. Obwohl ich denke, werde ich wegen Inaktivität gekickt. Das ist. Weiß nicht, der kommt gleich mit was Asoziales. Ja, aber das war viel zu viel gerade am Start. Da kann ich nichts machen. Das ist okay, der Vollgasanteil bei dem Rennen ist halt schon echt extrem hoch. Muss ich gerade feststellen. Ich glaube, der GT3 RS kann ja eh alles vollfahren, oder? Ja, ungefähr. Das ist echt kein Thema. Achso, ich bin rausgeflogen. Ich muss ehrlich sagen, bis auf zwei, drei Sachen konnte ich alles voll. Im hinteren Teil hatte ich halt gar keine Chance. Ich habe mich gar nicht erst getraut, etwas vollzufahren, wenn mein Auto direkt versetzt. Ja, ich bin ja auch in den Kurven wieder krass rangekommen, aber. Das habe ich irgendwie schlechtes gewesen, dass ich das Rennen vorher nicht werten möchte. Ja, das ist ja nochmal Spielaufgang, geil. Beide einfach. Ja, ich werde das davor auch, aber nur bei denen, die nicht rausgeflogen sind. Also bei denen, die beide drin geblieben sind. Also die, wo rausgeflogen sind, bei denen werde ich es nicht. Ja! Ja, weil sonst ist es unfair, es ist ja scheiße sonst. Oh Gott, mein Spiel ist gerade komplett abgekackt. Nein, Forsaka! Justin, bleib unter allen. Es ist nur Miura. Ja, dann verzichten wir auf Scramble-Rennen, würde ich sagen, das ist eh nicht so entscheidend, weil wir eh kein SUV dabei haben. Die kommen hoffentlich noch, also ich gehe stark davon aus, dass wir den Macan und den Cayenne noch bekommen, in irgendeinem zukünftigen Forsaton im August oder so. Level up. Eisenscheiße. So, ja, Forsaka, du musst ja dann eigentlich auch nicht mehr reinkommen, weil wir machen jetzt einfach einen Preisvergleich und ich glaube, dann beenden wir das Ganze einfach. Ich habe keine Lust. Kann ja irgendwer verlieren. Also wir brauchen nicht unbedingt. Ah, nee, ich weiß meinen Preis noch auswendig, aber ich glaube, ich habe verloren. Ich sag mal so, ich wüsste nicht. Irgendwie das. Guck mal, erstmal was dein. Preisvergleich werde ich verlieren. Nee, guck mal nicht, was meiner kostet. Guck mal, jetzt gehen hier eigentlich alle raus. Ich will die Spannung halten. Egal, wir fangen mal an, bevor alle rausfliegen. Andi? 210. 1000. Ja, klar. Busted Okapi? Bin gerade dabei nachzugucken. Ach du Scheiße. So viel? Weißt du, wo guckt man das nochmal nach? Ja, einfach, jetzt drückt einfach Start. Meine Autos, und dann ist es ja das erste direkt, was ihr habt. Ach da. 45.000. Alles klar, Chris? 200.000, kann das sein? Was fährst du denn? Den Carrera RS. Ja. Klar, Sammlerwert, deswegen. Okay. Hegi? 1.000.000. Ja gut, das ist halt 7,8. Core XFTW? 290.000. Was, 190? 290. 200, achso, ja, das ist ja schnappert. Ich glaube, die Corvette ist ein bisschen günstiger. Pro Game? Ja. Ich 92, ich weiß, ja. 135.000. Achso, das ist ja der GTS, stimmt, der ist ja noch teuer.
Wie der normale M4. So, Sucuk. 105.000. 105, Tamin. 150.000. Chucky. Chucky? Chucky ist weg. 1,9 Millionen, ich musste gerade noch mal den Preis nachgucken, schnell. Er konnte das nicht glauben, dass es doch nur so wenig ist. Der Käme ist halt der absolute Schnapper, ne? Ja, totaler Schnapper. So, der YOLO. Sammlerwert 55.000. So, GT2, ne, ja. Ja, so, ich bin jetzt auch wieder in-game. So, ja, Forza Cut. 1 Euro, nein. Mit 6 Euro dran. Ja, sag. 1 Million. 1 Million, okay. Ganz billig. Ja, und der Porsche Cayman GT4, 85.000. Absoluter Schnapper, ey. Sogar echt fast der billigste. Ist das nicht sogar der billigste? Ich weiß. Nein, Corvette. Ah, die Corvette, stimmt. Die Corvette hat sich halt. Meine hat nicht mal Sammlerwert bekommen. Ja, so die will keiner haben. Bei mir steht ja, gut, nur das soll es dann aber gewesen sein. Es war ein bisschen Chaos, muss ich sagen, aber wie gesagt, quasi das erste Mal und ja, und die Lobby wollte heute irgendwie nicht so. Trotzdem bleibt mir nur zu sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, an die Zuschauer, genauso auch an die Leute, die hier jetzt mit dabei waren. Ja, da schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, ob wir das immer so zwischendrin mal machen sollen als quasi Unterkategorie der Magenduelle. Magenduelle, die ganz normalen, also Marke gegen Marke oder Magen gegen Marke gegen Marke. Ja. Also Dreierduelle. Marke gegen Mark. Marke genau, gegen Mark. Ja, an alle Marks, alles gegen euch. Mark könnte nee, also zum Beispiel also von Audi, BMW, Mercedes. So ein Dreierduell wird natürlich auch weiterhin kommen oder halt eben eine Marke gegen die andere. Selbstverständlich auch, das soll einfach nur so ein beiläufiges Format sein, was man halt auch mal vielleicht machen kann. Wie gesagt, schreibt es einfach hin, ob es euch gefallen hat und ob wir weiterhin sowas machen sollen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank auch an Marvin, an Andy und an Chucky fürs Vorbereiten der Duelle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.